Der Game Boy Advance Kalender, der Game Boy Advance Kalender, der Game Boy Advance Kalender, der Game Boy Advance Kalender. Willkommen zum heutigen Themenabend ROMs, bei denen ich absolut keine Ahnung mehr habe, wie sie auf meiner Festplatte gelandet sind. Wie bin ich da eigentlich rangekommen? Was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich im Spiel so schlecht? Warum macht es trotzdem irgendwie Laune? Rhythm Tengoku ist eines dieser Rhythm Games, bei denen man rhythmisch präzise zum richtigen Zeitpunkt die richtige Taste drücken muss. Und mal schlägt man Fußbälle weg, ein anderes Mal zieht man einer Zwiebel die Barthaare raus, dann wiederum erlegt man Geister mit Pfeil und Bogen oder man koordiniert eine saubere Choreografie. Also wenn man dem Spiel zwei Sachen nicht vorwerfen kann, dann sind es kreative Einfälle und super catchy Musik. Letztere in ungewöhnlich sauberer Qualität auf dem Game Boy Advance. Gespielt werden verschiedene Disziplinen, alle sehr unterschiedlich und auf ihre eigene Art ungewöhnlich. Manchmal wird rausgezoomt oder Hindernisse ein- oder die Musik ausgeblendet, um es zu erschweren, dass man den richtigen Rhythmus behalten kann. Nachdem man einige Disziplinen geschafft hat, muss man selbige nacheinander in einer Art Medley durchführen. Und die machen dann wirklich sogar Spaß. Die sind so schön abwechslungsreich und musikalisch meistens besonders unterhaltsam. Erschienen ist das Ganze aber nur in Japan. Ich denke, den europäischen Markt hat man einfach nicht als würdige Zielgruppe erkannt. Wenn man mir was vorwerfen kann, dann, dass ich sehr schlecht darin abschneide. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich das Spiel mit einem Xbox-Controller spiele und der Button vielleicht nicht den optimalen Anschlag hat, oder ob der Emulator versagt, oder ob ich nicht kapiere, was zu tun ist. Hey, mein Japanisch ist auch nicht mehr das, was es noch nie war. Vielleicht bin ich auch einfach unmusikalisch. Ach, ich schieb's einfach auf den Emulator. An meinen Händen kann's ja nicht liegen. Große, starke, gute Hände. Es ist ein nettes Spiel und ab und zu komme ich wieder zu ihm zurück, weil es halt doch ein ziemlich cooles Design hat. Als jemand, der aber weder ein Talent noch großes Interesse an Rhythm Games hat, ist es halt aber so, dass das kein Dauerbrenner ist. Wenn euch das Genre interessiert, dann schaut auf jeden Fall rein. Ich denke, als Fan davon werdet ihr mehr Spaß damit haben als ich. Und wahrscheinlich auch ein bisschen besser abschneiden. Kommt halt auf euren Emulator an!